Ja, eigentlich müsste ich jetzt live sein, wie ich das sehe. Ich begrüße alle, die jetzt live zuschauen zu einer weiteren Folge von Friday Live, denn heute ist Freitag, 11 Uhr. Mein Name ist David Seffer und ich muss gestehen, ich habe mich heute nicht besonders gut vorbereitet. Das liegt einfach daran, dass das Arbeitspegel in den letzten Tagen sehr hoch war. Deswegen habe ich mir heute mal so einen Zettel noch gemacht mit den wichtigsten Infos drauf. Und eine Info und ja, eine Sache, die sicherlich mittlerweile jeder mitbekommen hat, zwar das Problem mit Facebook und dem Datenschutz. Und zwar gibt es eine Ankündigung, eine sehr aktuelle, vom unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, die Webseitenbetreiber in Schleswig-Holstein auffordern, ihre Social Plugins, zum Beispiel den Like-Button, zu entfernen von den Webseiten und auch die eigenen Facebook-Fanpages zu löschen. Und ja, das ist natürlich eine Sache, die mittlerweile sehr viele betrifft und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann denke ich, wird das ein interessantes Thema sein. Und das Problem, ja, also für alle, die das noch nicht wissen, das Problem zum Beispiel bei den Social-Plugins ist folgendermaßen, dass wenn ein Besucher auf eine Webseite kommt, die zum Beispiel den Like-Button enthält, also den iframe-Code, den man von Facebook bekommt, sendet dieser kleine Freund auch Daten an Facebook, wenn der Besucher nicht auf diesen Like-Button klickt. Und genau das ist auch der Grund, weswegen eben, wie gesagt, der ULD diese Ankündigung gemacht hat. Und weil eben nach den Gesetzen eben das gegen den Datenschutz verstößt. Und natürlich sind jetzt viele Stimmen aufgekommen und es kamen viele Fragen, gibt es denn da jetzt eine Lösung? Muss ich jetzt meinen Like-Button wirklich entfernen? Und es ist so, es gibt Lösungen für Social Plugins, wie zum Beispiel den Like-Button. Und zwar hat man die Möglichkeit, ein Bild vorzuschalten, das man dann als Besucher anklickt und dann erstmal gefragt wird, ob Daten gesendet werden dürfen zu Facebook und ob überhaupt eine Verbindung hergestellt werden darf. Und ja, ich habe mich einfach mal hingesetzt und einfach mal so recherchiert, was es so derzeit so im Netz gibt und habe ein paar Ideen gesammelt und dann daraufhin ist ein WordPress-Plugin entstanden, und zwar der Facebook-Like-Datenschutz-Button. Und dieses WordPress-Plugin ist ja für alle WordPress-Blogs und dieses kann man kostenlos jetzt nutzen und genau dies funktioniert, das ist eben, so wie ich gerade geschildert habe, man muss eben da als Besucher erstmal zustimmen, dass man eine Verbindung zu Facebook herstellt. Wenn man das nicht tut, bleibt dieser Like-Button inaktiv und hat nicht die Möglichkeit, Daten zu senden. Das ist also eine Lösung für alle Blogger, die den Like-Button dennoch weiterhin nutzen wollen, denn Like-Button gehört einfach mal nun zu der Internet- und Social-Media-Kultur heutzutage dazu. Und daher ist die Frage, wer will halt auch darauf verzichten. Ja? Und wie gesagt, das ist eine schnelle Lösung. Für alle diejenigen, die keinen Blog verwenden, also keinen Blog von WordPress, also normale Webseite haben, denn da kamen jetzt auch die Tage ein paar Fragen dazu. Auch für die gibt es natürlich eine Lösung. Ich werde also auch in den nächsten Tagen auf dem Blog fanpagecreator.net eine kleine Anleitung zur Verfügung stellen, wie man das dann also auch auf einer normalen Webseite nutzen kann, diese Technik mit dem Bild und mit dieser Abfrage. Also das wäre jetzt mal soweit zum Like-Button. Es gibt ja nicht nur den Like-Button, sondern es gibt ja auch noch andere Social-Plugins, wie zum Beispiel sehr beliebtes Plugin ist die Fanbox, also das Widget, wo man dann eben die Fans sieht, die kleinen Bilderchen und da in dieser Fanbox befindet sich ja auch ein Gefällt mir-Button und auch das, also auch dies ist ein Social Plugin, natürlich funktioniert das ähnlich wie der Like-Button. Und ja, also für die Fanbox ist ein weiteres Plugin in Planung. Natürlich kann ich auch nicht versprechen, wann es fertig sein wird und wann es kommt, weil es ja auch mal irgendwo Zeitaufwand ist. Aber auch das kann man mit der Technik, dem Bild und mit dem Nachladen des iframe-Codes wunderbar lösen. Und dann hätte man also zumindest schon mal für den Like-Button und für die Fanbox, das sind eigentlich so die zwei elementaren Dinge, die man auf einer Webseite hat, kann man damit wunderbar lösen. Natürlich nicht vergessen, die Datenschutzerklärung natürlich noch mit
auf die Webseite. Und noch so ein Hinweis, natürlich betrifft diese Ankündigung erstmal nur Webseitenbetreiber in Schleswig-Holstein, aber es ist zu erwarten, dass diese Sache also auch deutschlandweit kommen kann. Also noch ist es nicht klar, aber man sollte einfach in den nächsten Wochen einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, weil man momentan kann man eben nicht genau sagen, wie sich das entwickelt. Und ja, und dann sollte man eben schauen, dass man eben die, auch die Datenschutzerklärung dementsprechend anpasst auf den Webseiten. Ja, wenn man jetzt Webseitenbetreiber nicht in Deutschland, also in anderen Ländern ist, dann ist man davon natürlich fein raus. Das betrifft jetzt erstmal nur, wie gesagt, Deutschland oder speziell jetzt Schleswig-Holstein. Und ja, dann eine andere Sache, die natürlich jetzt ein bisschen kniffliger ist, ist die Frage mit den Facebook-Fanpages. Jetzt ist ja so, dass mittlerweile sehr viele Unternehmen eine Facebook-Fanpage haben, was ja auch völlig wichtig ist für ja, das Unternehmen, und also das Firmenmarketing für Unternehmen. Und auch da fordert ja das, der ULD auf, die Fanpage zu löschen, und zwar bis Ende September. Und auch da möchte ich erstmal sagen, ja, bevor Sie jetzt Ihre Fanpage löschen, nehmen wir mal an, Sie haben jetzt 1000 Fans oder noch mehr, es gibt eine Lösung, also eine Idee, die ich im Kopf habe, die ich derzeit auch ausprobiere, auch schon mit anderen Fanpage-Betreibern. Und bevor Sie jetzt Ihre Fanpage löschen, bitte, ich werde Sie auch auf meinem Blog in den nächsten Tagen ein Formular bereitstellen. Bevor Sie jetzt vorhaben, wirklich Ihre Fanpage zu löschen, schicken Sie mir bitte kurz ein Formular, schicken mir einfach mal so ein paar Daten dazu. Und ja, also es gibt eine Lösung, wie man das umgehen kann und nicht gezwungen ist, die Fanpage zu löschen. Ja? Mehr möchte ich an der Stelle erstmal nicht sagen. Und wer da, wie gesagt, wirklich absolut nicht, also wirklich unbedingt seine Fanpage löschen will, bitte kurz melden. Dann eine andere Sache. Also das wieder erstmal so viel zum Datenschutz. Einfach auch mal die nächsten Tage auf meinem Blog nochmal schauen. Ich werde also nochmal einen Artikel zu veröffentlichen. Dann eine andere Sache. Ich werde die nächsten Tage ein Webinar machen. Und zwar zum Thema Facebook Business. Und dafür kann sich jeder auch in den nächsten Tagen, Wochen kostenlos für registrieren. Einfach mal auch die Augen aufhalten, entweder in meinem Newsletter eintragen oder ja, auf meiner Facebook-Fanpage werde ich auch den Link veröffentlichen. Das Problem an solchen Webinaren ist allerdings, dass die Teilnehmeranzahl begrenzt ist. Es liegt daran, dass Anbieter für Webinare sehr teuer sind. Und ich bin gezwungen, also die Teilnehmerzahl jetzt in diesem Fall, das ist nämlich der Marktführer, den ich dann eben zu 99% jetzt wähle, bin ich gezwungen, die Teilnehmeranzahl auf 100 Teilnehmer zu begrenzen. Das heißt, wenn jemand Interesse hat an diesem Webinar, das Webinar wird super interessant werden, denn ich werde darin einfach mal klar auch Zahlen zeigen und Fakten, die wirklich belegen, dass eine Facebook-Fanpage wirklich richtig Power hat. Und also wer da Interesse hat, wie gesagt, 100 Teilnehmer, dann sollte man, wenn man dann den Link bekommt, sich möglichst schnell registrieren. Ansonsten, wie gesagt, kann ich nicht mehr aufnehmen, weil, gesagt, es wird sehr teuer, wenn ich jetzt mehrere Teilnehmer aufnehme. Daher muss ich das leider begrenzen. Okay, das erstmal zu dem Webinar, was ich in Planung habe und was ich vorhabe, in den nächsten Wochen zu halten. Dann jetzt eine Sache, die eigentlich eher diejenigen betrifft, die bereits eine Facebook-Fanpage betreiben, also eine Willkommensseite auf Facebook. Und zwar geht der Trend im Moment, also in Deutschland zumindest, stark dorthin, dass viele Facebook-Nutzer eine sichere Verbindung auf Facebook nutzen. Was bedeutet das jetzt konkret für Facebook-Betreiber, also Facebook-Fanpage-Betreiber? Ganz einfach, dass
es durchaus oft passieren kann, dass eben die Willkommensseite, also die Inhalte auf der Fanpage, eben nicht angezeigt werden. Und dann erscheint dann nämlich so ein tolles kleines Fenster, wo dann steht, diese Verbindung ist nicht sicher, wollen Sie diese Seite sich anzeigen lassen? Und das kann natürlich, gerade wenn man Marketing macht auf einer Facebook-Fanpage oder mit Facebook-Fanpage, kann das natürlich schon ein Problem sein. Und dafür ist es so, die Lösung für diese Sache ist eigentlich ganz simpel. Man braucht für die Inhalte, also die Webseiteninhalte, die man dort einfügt auf der Willkommensseite, man braucht für diese Webseite, ja, wo die Daten und die Inhalte liegen, braucht man ein SSL-Zertifikat. Ja, denn nur damit hat man die Möglichkeit, die Webseite eben auch eben auf einer sicheren Verbindung sich anzeigen zu lassen. Und ganz aktuell habe ich nun auch gesehen, dass Facebook, also wer jetzt zum Beispiel mit iFrames arbeitet, also mit einer Facebook-Anwendung und iFrames, dass Facebook mit, vorhat, bis Oktober sogar das als Pflicht, das also als Pflicht, also als Voraussetzung zu machen, dass wenn man eben, wie gesagt, mit einer Canvas-Page, also mit einer Tab-URL arbeitet, also mit einer Willkommensseite auf Facebook, dass man dann eine Webseite haben muss und eine SSL-URL für diese Webseite. Und dann ist man gezwungen, ein SSL-Zertifikat zu haben für die Webseite. Das mal als Tipp, denn ich weiß nicht, ich werde das auch nochmal die Tage weiter recherchieren, inwieweit das jetzt schon offiziell ist, aber ich habe es heute gesehen bei der Einstellung einer Anwendung, dass eben dieser Hinweis von Facebook kam, dass eben, wie gesagt, SSL-Zertifikat in Zukunft Voraussetzung ist. Also das mal so als Hinweis. Aber auch besonders, wenn man jetzt eben auf Facebook Werbeanzeigen schaltet, direkt auf eine Facebook-Fanpage, Willkommensseite, dem möchte ich nur einen Tipp geben, wenn man das vorhat, sollte man darauf achten, dass die Webseite eben SSL-Zertifikat hat, also die Inhalte, die man dort zeigt, weil nach meinen Tests und auch das, was ich jetzt an einer Umfrage gesehen habe und anderen Umfragen, belegen eigentlich wirklich eindeutig, dass eben sehr viele User eben mit einer sicheren Verbindung auf Facebook unterwegs sind, also mit HTTPS. Und man muss sich dann eben an diesen Trend eben anpassen, ansonsten verliert man eben womöglich Besucher oder eben auch in dem Fall schmeißt man Geld aus dem Fenster, wenn man Werbeanzeigen schaltet. Das mal als Tipp. Dann eine Sache, die jetzt eher auch diejenigen betrifft, die meine iFrame-App HTML-Tab haben, und zwar habe ich oft die Frage bekommen, warum hat man diese Scrollbalken auf einer Facebook-Fanpage? Und zwar ist es so, dass man auf einer Facebook-Fanpage nur eine begrenzte Breite und Höhe zur Verfügung hat für die Inhalte. Sobald die Inhalte breiter sind oder höher, also Breite ist momentan maximal 520 Pixel und die Höhe ist momentan nach meinem Kenntnisstand 650 Pixel. Und ich möchte die nächsten Tage eine Anleitung zur Verfügung stellen und auch eine Lösung, so ein bisschen Programmiercode, nicht zu schwierig. Das kann man dann einfach in die Index.php-Datei der iFrame-App HTML-Tab einfügen und dann hat man die Möglichkeit, also auch unbegrenzt lange, also von der Höhe her, große Fanpages zu gestalten, ohne dass man diese hässlichen Scrollbalken hat. Also das nur als Tipp, dafür stelle ich den Code die nächsten Tage auf dem Blog zur Verfügung. Eine andere Sache, die mir auch einige oft geschrieben haben, auch einige Kunden von mir, ist Problematik mit externen Skripten auf der Facebook-Fanpage, also für diejenigen, die eben, wie gesagt, die iFrame-App HTML-Tab nutzen. Und auch dafür gibt es natürlich eine Lösung. Das heißt, wenn man jetzt Inhalte hat mit externen Skripten, sollte man diese Inhalte dann auf der iFrame-App als iFrame einfügen. Und zwar kann man da ganz einfach den normalen HTML-iFrame-Tag nutzen. Und den fügt man dann einfach mit der Ziel-URL einfach in den Platzhalter der Applikation ein. Wie gesagt, das nochmal so am Rande, weil, wie gesagt, viele Kunden gefragt haben. Und also da die nächsten Tage auch nochmal auf meinen Blog schauen, fanpagecreator.net. Dort stelle ich diese Sachen zur Verfügung.
Und ja, dann hat man eigentlich dann eine schöne Facebook-Fanpage und ohne Scrollbalken und auch, wie gesagt, mit externen Skripten. Also ich hatte das jetzt sehr oft bei Kunden, die ClickTip nutzen, wo es nicht möglich war, den, ja, das Formular, das Anmeldeformular eben auf der Fanpage zu platzieren. Da gab es dann immer Fehlermeldungen und da, wie gesagt, der Tipp, einfach eine normale Webseite gestalten mit den, also mit der Breite 520 Pixel, mit den HTML-Formular drin von ClickTip und dann einfach per iframe-Tag dann eben einbinden. Ja? Weil dann lebt dieses Skript eben nicht innerhalb von Facebook, sondern eben außerhalb und dann funktionieren externe Skripte auch. Das nochmal als so technischer Tipp. Sicherlich nicht für alle interessant, aber sicher auch vielleicht für einige. Gut, also nochmal zusammenfassend. Für die Problematik mit dem Facebook-Like-Button gibt es Lösungen auf dem Markt. Auch der ULD hat das bestätigt, dass man das so lösen kann mit dem Bild, dass man das Bild vorschaltet und dann eben den Code lädt des Like-Buttons. Für andere Social-Plugins, wie gesagt, ist was in Planung. Bei den Facebook-Fanpages ist es ein bisschen schwieriger, denn die werden ja direkt auf Facebook betrieben, aber wie gesagt, bevor Sie vorhaben, die Fanpage zu löschen, schreiben Sie mir einfach. Auch da werde ich die nächsten Tage, ich denke mal, kommende Woche, ein Formular bereitstellen. Und es gibt eine Lösung, wie gesagt, die ich derzeit eben auch schon ausprobiere, weil ich finde es einfach nicht gut, wenn man eine Fanpage hat mit über 1000 Fans oder noch mehr und man dann gezwungen ist, die zu löschen. Also bitte erstmal damit ja, einfach mal abwarten, bevor jetzt voreilig da die Sachen gelöscht werden, weil gelöscht ist gelöscht und dann sind die Sachen weg und die Fans auch. Gut, das waren erstmal so die wichtigsten Tipps. Dann nochmal das Webinar. Wenn Interesse da ist, Facebook Business. Es wird wirklich, es wird einige interessante Zahlen werden dort veröffentlicht und es wird wirklich super. Für diejenigen, die wirklich vorhaben, Business mit auf Facebook zu machen, ist dieses Webinar die Gold wert. Und ich, wie gesagt, Registrierung kostenlos. Also jeder wird auf jeden Fall einen großen Mehrwert daraus ziehen, aus diesem Webinar. Okay, ja, im Grunde genommen war es das jetzt auch für die heutige Folge von Friday Live. Auch, wie gesagt, unvorbereitet wie heute hoffe ich, dass der ein oder andere hilfreiche Tipp dabei war und für diejenigen, die jetzt zu viel Informationen hatten, nochmal der Hinweis, ich werde also auch zu allen Dingen, die ich hier in diesem Livestream erzähle, wird es also auch nochmal schriftlich was auf meinem Blog geben, dann kann man das, wie gesagt, sich dann alles nochmal in Ruhe durchlesen. Gut, ich sehe gerade auch Springer schon wieder bei uns, super. Das erstmal soweit von mir. Ich wünsche Ihnen wieder ein schönes Wochenende und ja, also für diejenigen, die sich das dann hier nochmal anschauen wollen, dieser Livestream, es läuft wie gesagt wieder eine Aufzeichnung und die befindet sich dann auch auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal bald und auch auf meinem Blog. Für Kommentare einfach auf der Seite fanpagecreator.net/FridayLive Kommentare schreiben und ich werde dann auch schnellstmöglich drauf antworten. Insofern erstmal alles Gute, viel Erfolg, bis zum nächsten Mal und ein schönes Wochenende. Ciao!